So, hallo ihr kleinen Rohr und herzlich willkommen zu Dark Souls Prepare to Die Edition. Und ja, das ist der Nachfolger von Bioshock. Ich freue mich schon wie ein verdammtes Gleichgehen auf Weihnachten, dass ich endlich Dark Souls anfangen kann. Das mit Abstand schwierigste RPG, also sagen viele, dass es mit das schwierigste RPG der Welt sein soll. Also wirklich richtig hart und ich freue mich schon richtig, diese Herausforderung zu meistern. Also ich weiß ja, dass ich das in, weiß ich nicht, 3-4 Parts durch habe. Ich meine, ich kenne mich doch. Nein, das, wir können mal eine 0 dranhängen oder vielleicht sogar 2, ich weiß nicht, wie lange ich brauchen werde. Ich habe mir das Spiel von Marc empfehlen lassen, der hat das nämlich schon mal selber durchgespielt und sagte, Sepp, das zockst du mal. Ich habe natürlich nichts dagegen, ich habe mir das Spiel mal angesehen und gesagt, boah, das sieht richtig gut aus, ich denke mal, das mache ich auf jeden Fall. Gefällt mir, ich habe auch schon einige Folgen mal gesehen, ich glaube bei Holly LP oder so, Schleichwerbung. Und da hat mir das auch schon richtig zugesagt. Ich habe ein paar Grafikmods installiert, damit das Ganze auch ein bisschen ansehnlicher wirkt, ja. Hier seht schon, wer das ursprüngliche kennt, der kennt schon, oh, da ist die Schrift ja ziemlich lesbar, ja, das war das Problem. Ja, okay, ich würde sagen, wir sind jetzt in der Charakterstellung, ihr habt nichts verpasst. Ich habe einfach nur auf neues Spiel und da kamen wir hier schon rein. Also würde ich sagen, wir beginnen einfach mit der Charaktererstellung und geben mal einen Charakternamen ein. Ja, wie nennen wir den denn? Gar nicht so einfach. Ja. Warte mal. Mir fällt was ein. Ja. Das sieht gut aus. Ich hab nicht so... Ach toll, ich tippe die ganze Zeit irgendwas und da passt das gar nicht rein. Warte mal, krieg ich mir den wenigstens Lord Swartvanburg da rein. Lord Swartvan. Verdammt! Okay. Warte mal. Ja, das passt! Oh. Svartböhrigor. Das finde ich gut. Der Name gefällt mir. Okay, den nehmen wir auf jeden Fall. Achso, wie kann ich den jetzt hier rum. Boah, das ist. Übrigens, ich kann die Lautstärke im Spiel irgendwie nicht ändern. Ich hoffe, vielleicht geht das noch irgendwie später. Ja, annehmen. Hallo? Annehmen. Hallo? Okay, ich muss es halt mit der Maus. Hallo? Was ist nicht aufgegangen? Nee. Irgendwas mache ich gerade tierisch falsch, glaube ich. Funktioniere! Hä? Anpassen, ja, habe ich doch. Schlecht. Das war halt Börigo, habe ich doch jetzt aber gemacht. Aber arbeiten? Oh. Nee, daran merkt es jetzt aber auch nicht. Hä? Oh, okay. Schlecht. Jetzt funktioniert es wieder, lol. Ja, ich würde sagen, also wir haben ihn zwar Börigo genannt. Da nehmen wir natürlich männlich. Klasse! Oh. Krieger, Ritter, ich muss unbedingt mein Headset leise stellen. Das ist so verdammt laut. Ich würde, also ich meine, am Headset meistens natürlich leise, aber ich muss dann sowieso mal gucken beim Zusammenschneiden, welche wahrscheinlich 50% Lautstärke oder 60% runterstellen müssen, damit man mich überhaupt hört. Nun ja, Krieger. Furchtlose Krieger, Waffenexperte, hohe Stärke und Beweglichkeit. Ritter, niederer Ritter, hohe Qualität. Qualität, sag ich schon. Vitalität und solide Rüstung. Der Vagabund, ein zielloser Wanderer, führt Chromsiedel und hat eine hohe Beweglichkeit. Der Dieb, schuldgeplagter Dieb, hohe kritische Treffer, hat Generalschlüssel. Generalschlüssel. Wilder Bandit, hohe Stärke, führt schwere Streitaxt. Bogenführender Jäger, im Nahkampf gut, aber nicht in Zauberei. Winheimer Zauberer, Drachenschule, wirkt Seelenzauber. Pyromant, vom großen Sumpf, wirkt Feuerzauber, führt eine Handaxt. Auf Pilgerfahrt führt eine Keule und wirkt Heilwunder. Mysteriöser Nackter, nur mit Keule und Holzschnitt bewaffnet. Ja, ich glaube, da haben wir unseren gefunden. Wir nehmen auf jeden Fall jemand anderen. Ich bin darüber überlegen, ob ich hier den Pyromant nehme. Der macht eigentlich keinen schlechten, aber ich weiß halt nicht, wie das im Spiel aussieht. Also, ich mir das bei Holly angesehen habe, sah das ein bisschen hektisch aus und dass man eigentlich überhaupt keine Zeit hat, irgendwelche Zauber zu wirken. Ich weiß ja nicht, ich würde ja am liebsten, ja, den Krieger nehmen. Furchtloser Krieger, Waffenexperte, hohe Stärke und Beweglichkeit. Es ist halt so ein Mittelding, weißt? Da haben wir gleich alles mit einem. Hier, fängt man hier auf Stufe 6 an, ne? Das ist natürlich ein Vorteil, ne? Und wir fangen auf Stufe 4 an. Also ich würde sagen, wir nehmen den Krieger. Ich meine, ich würde euch das selber entscheiden lassen, aber es kommt eh keine Rückmeldung. Also zack, Krieger. Die Gabe. Keine. Die nehmen wir. Nein. Gönnt ihr dir Segen. Elixier des weißen Pfades. Heilt jegliche Verletzungen. Schnelle Feuerbombe, Scheißfeuerbombe, superdolle Feuerbombe, ne, keine Ahnung, explodiert beim Aufprall tödlicher als die Standardbombe. Aha, schwere Standardfeuerbombe wahrscheinlich dann, natürlich.
menschlicher Rest, winziger Rest an Menschlichkeit, an Leichen zu finden. Mhm. Was auch immer das heißen soll mit Menschlichkeit, keine Ahnung. Fernglas, rückt entferntes näher. Ach, was du nicht sagst. Ohne Wirkung, aber wertvoll auf mühsamen Reisen. Ja, das ist ja klasse. Generalschlüssel öffnet alle normalen Schlösser für Diebe eine Grundausrüstung. Winzwesenring, Stammesring, gewährt eine kleine Zunahme von TP, wenn ausgerüstet. TP sind Trefferpunkte, also Leben. Geschenk einer Hexe, uralte Ring, versteckt Pyromantie. Hm, okay, das nützt uns jetzt als Krieger nicht viel, da hätten wir eine Pyromanten nehmen müssen. Also mir gefällt der Winzwesenring und dieser göttliche Segen hier oben. Halt jegliche Verletzung. Zieht das dann auch irgendwelche Effekte mit sich? Also ich kenne das auch von anderen RPGs, wie zum Beispiel Drachensang oder so, wenn man irgendwelche Effekte mit drauf hat, wie Vergiftung oder was auch immer. Hm, ist jetzt halt natürlich die Frage. Also göttlicher Segen und Winzwesenring. Gewährt kleine Zunahme von TP, wenn ausgerüstet. Ja, wenn ich ihn ausrüste. Das heißt, wenn ich einen besseren Ring finde, dann werde ich ja eher den benutzen, ne? Oder der Generalschlüssel. Damit könnte man natürlich viele Secrets finden. Aber ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den göttlichen Segen. Die Figur. Ah ja, okay. Normal, dünn, spenstisch, okay, kräftig, dick. Kräftiger Rumpf, kräftige Beine. Das sieht ja super aus. Da der Titten, da nicht. Da der Titten, da nicht. Okay, kopflastig. Ja, klasse. Kleinköpfig. Sieht alles super aus. Nein, wir nehmen am besten, ja, kräftig. Oh nee, wir nehmen einfach mal normal. Dann machen wir jetzt nichts. Gesicht. Oh, hab ich jetzt Regler? Ah, schade, hab ich nicht. Schade. Bürger. Fünf Finger Delta. Wie sie einfach nur am Gesicht müssen sein. Na gut. Astora, Drachenschule, Torolund, Katharina. Ach, das ist ja süß. Vor allem, das ist der Einzige, der lächelt. Guck mal, alle sind so ernst. Und der Katharina ist der Einzige. Mal sehen, wie lange noch. Zweifelndes Karim. Klassischer Szene. Ja, das sieht auch klasse aus. Großer Sumpf. Ferner Osten. Ja, klar. Weißt du, großer Sumpf? Sumpf? Ne? Weißt schon, Augen? Und hier, pupp, ganz normal. Fernöstliche Züge mit Mandelaugen und dünnen Lippen. Oh, ich weiß gar nicht, was er nehmen soll, ganz ehrlich. Hübsches Gesicht der kultivierten Bürger von Astora. Ein Gesicht, das in 5-Dinger-Delta recht häufig ist. Das ist ziemlich breitköpfig, ne? Du hast ein Mondgesicht. Verlier bloß sich das Gleichgewicht. Ja, gute Frage, ne? Die heiteren Züge der für Festlichkeit bekannten Katharina. Ah ja, Festlichkeit bin ich auch bekannt. Aber wir nehmen am besten mal den Astora hier, kultiviert. Ich meine, ich heiße Wad Börig. Boah, das kann nur kultiviert sein. Frisur. Kahlrasiert, Geheimratsecken, kurz, zurückgekämmt, Pferdeschwanz, wild, Mittelscheitel. Und das ist jetzt der Unterschied zwischen wild und... Da ist überhaupt kein Unterschied. Doch, da ist eine Strähne, oh mein Gott. Okay, Mittelscheitel, mittellang, lockig, Pagenschnitt. Ja, also ein Topfschnitt, genau. Das ist ja... Nein. Nehmen wir mal wild. Haar und Iris. Es gab übrigens auch ein, Entschuldigung. Einen Bart-Mod, den hatte ich auch eigentlich vorgehabt zu installieren, aber daher, dass wir wahrscheinlich eh uns ausrüsten werden und irgendwelche Helme auf dem Kopf haben, weiß ich nicht, ob es sich lohnt, irgendwelche Bärte zu tragen, die man am Ende eh nicht sieht. Es ist genauso sinnvoll wie damals der Witcher-Mod, den ich installiert habe, den ich unbedingt haben musste und wann gucken wir uns bitte in Skyrim mal an. Also, deswegen habe ich es gelassen. So, hier können wir nochmal die Haarfarbe auswählen. Naja, daher, dass ich... Warte, wann Böhrigau bin. Nehmen wir hellbraun. Ah, ne, warte mal. Ich bin ja nicht... Nein. Noch nicht. Nehmen. Ach, hier gibt's gar keine... Gold. Natürlich habe ich goldene Haare. Silber. Das sieht natürlich auch witzig aus. Silber, Purpur, Rot. Na, Rot ganz bestimmt nicht. Ich würde sagen, wir nehmen das Goldene. Dunkelblau. Na gut, bleiben wir bei Gold. Gut, das hätten wir, ne? Anpassen. Männlich Krieger, göttlicher Segen, normal. Gucken wir uns mal an hier. Sieht ja süß aus. Ja, keine Ahnung. Können wir machen, ne? Gut, dann annehmen. Spiel mit diesem Charakter beginnen? Nö. Ich breche jetzt ab, ich habe keinen Bock mehr. Ja, okay, dann los, ne? Ja, jetzt bin ich gespannt, jetzt kommt erstmal die Vorschau. Da halte ich mal ein bisschen die Fresse. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark.
Then, from the dark, they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts healed apart Eston skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the scales betrayed his own, and the dragons were no more. Soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. So, und da sind wir auch schon im Ladebildschirm und da geht. Oh, der toll, der wusste ja nicht, das nochmal hier. Oh Gott. Sag dich, wir fangen hier an. Yes, indeed. Verdammt! Toll. Aber ich bekomme schon eine Antwort. Oh, sehr gesund. Hallo, hallo. And in this land. Hi. Wirst du nicht aufbekommen? The undead are corralled and led to the north. Oh. Oh nein, sag nicht, wir sind in der letzten Zelle. Aber noch bis hinten. Where they are locked away to await the end of the world. Na klasse. Toll. Super Leben. Oh, sag nicht, das bin ich. Das bin ich. This is your fate. Oh, Scheiße. Was habe ich der Welt getan? Oh, Ratte. Oh, aber ich die schönste Zelle von allen. Oh, wahrscheinlich die geräumigste. Wow. Moment, Moment. Das sah ich aber eben nicht aus. Ist ja auch wie eine Frau. Danke. Fürs Essen? Weiß nicht, was soll das jetzt? Ah, lecker. Du isst das jetzt aber nicht, oder? Und was soll das jetzt hier? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, durch den Patch, beziehungsweise diesen Grafikmod, sieht das Ganze relativ akzeptabel aus. Also, als ich jetzt zum ersten Mal kurz angezockt habe, naja, das konnte man eher in die Tonne klatschen. So, was habe ich denn jetzt hier? Leiche plündern, ah. Kerkerzellenschlüssel, natürlich ist hier ein Kerkerzellenschlüssel. Danke. Cool, wir können raus. Aber warum sehe ich so komisch aus? Ich hab doch ganz anders eingestellt. Hätten wir es auch lassen können, ganz ehrlich. Na gut. Hallo? Beweg dich. Jetzt. Öffnen. Kerkerzellenschlüssel. Das wollte ich auch hoffen. Dafür habe ich ihn eingesammelt. Na? Wie jetzt? Ich bin draußen. Du nicht.
Das heißt, Nachricht lesen. Rechter Stick, Kamera. Ach, was du nicht sagst. Das wusste ich auch. Was steht hier jetzt? RB Angriff. Das ist überkloppt. Ach, stirb, weil auch immer du bist. Verdammt nochmal gut. Wo habe ich eigentlich dieses tolle Schwert her? Gab's im Second. Wow. Was ist das? Ah, bist du hässlich? Oh mein Gott. Also ich muss ganz ehrlich sagen, den Trailer eben, muss wieder diese Vorschau, die fand ich schon mal mega episch. War hammerhart. Schwerer Angriff RT. In your face. Ah, guck mal, da haben wir gleich einen Kandidaten. Was, das war ein schwerer Angriff? Der war genauso schwer wie alle anderen auch. Da war, stirbst du jetzt mal? Mein Fresse. Boah, das nenne ich mal eine Ratte. Krass. Nachricht lesen. Linker Stick plus B halten, Sprint. Ja, toll. Also die Steuerung ist echt ein bisschen komisch, aber gut. Links wird es einem hier erklärt. Ich weiß, es gibt viele Spiele, wo das nicht erklärt wird. So viele Nachrichten, wir schreiben das überall auf dem Boden hier. Hätte doch einfach Zettel hinterlassen können, weißt du? Da kommt hier die Putzfrau, muss es wegwischen, die Arme. Tut mir richtig leid. Okay. Er ist dringend für Zielfixierung ein aus. Aha. So, dann mach ich's wieder aus, oder was? Ah, oh, die Schau ist zu breit. Oh, warte mal, ich bin ganz langsam, bin gleich da. Hä? Was haben wir jetzt gedrückt? Ich hab doch nur RB. Was hat er denn jetzt gemacht? Er hat irgendwas gemacht, was ich nicht mitbekommen habe. Was? Ach, so eine Scheiße. Hä? Ach, keine Ahnung. Raufklettern. Okay. Bin unterwegs. Wer auch immer da oben ist, ich bin gleich da. Hallo. Na, niemand ist da. Was ist das? Am Leuchtfeuer rasten, regenerieren. Mir geht's gut. Also momentan brauche ich keine Regeneration. Aber danke. Leuchtfeuer entzünden. Wusch. Das Leuchtfeuer wurde entzündet. Yeah, am Leuchtfeuer rasten. Wow, spannend. Ich kann ja so viel machen gerade. Die Funktionen verlassen. So, das ist ja ganz schick hier. An euch verrasten haben wir jetzt gemacht. Gut, dann können wir durch die Tür da laufen. Also bis hierhin habe ich das erstmal gespielt gehabt, mehr habe ich nicht gemacht. Öffnen. Muss ich irgendwas drücken? Ne, das macht alles automatisch, okay. So. Was ist jetzt hier? Nachricht lesen. Weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Wow, ah, au, ah, shit. Wie war das mit Rennen? Da, da, weg, renn doch. Ah, fuck. Das geht ja gut los hier. Renn! Uff, da, Trottel, da kommst du nicht durch, hä? Ich sollte besser verschwinden. Alter, der hat mich ja ganz schön fertig gemacht, das blöde Mistvieh. Na, vielen Dank auch. Na gut, dass hier ein Leuchtfeuer ist. Hier kann ich nämlich rasten. Ja, ja, rasten. Ups, verlassen. So, ging schnell. Okay, wow, das war ja... Hart, nimm deinen Schild. Ich habe kein Schild. Ist hier irgendwo einer versteckt, oder wie? Nee. Nimm deinen Schild. Au, ich habe keinen Schild. Nimm deinen Schild. Wie denn? Erklär's doch mal. Start. Gegenstände anzeigen. Ja. Ich habe kein Schild. Hier, guck, da hat er kein Schild. Wo soll ich jetzt den Schild nehmen? Ausrüstung auswählen. Ja, B, ist ja gut. Ja, toll. Wähl dein Schild. Gleich plündern. Ah, ach so. Das wusste ich. Da steht noch eine Nachricht. Startmenü, Ausrüstung wechseln. Okay, das hatte ich gerade. Start. Oh, das ist Select, sorry. Start. Ausrüstung. Zack. Hä? Hä? Oh, ich muss mich erstmal ein bisschen hier an die Steuerung gewöhnen. Aha. Wählen. Okay. Benutzen. Ablegen. Ja, benutzt doch. Wie? Status umschalten, Anzeige umschalten. Ach so, da kann ich jetzt gucken. Dreieckschild. Waffentyp, Schild. Angriffstyp, Schlag. Hä? Ich bin gerade... Gerade Schwert. Benutzen, ablegen, Reihenfolge ändern. Reihenfolge ändern. Ja. Warte mal. Ich verstehe das gerade nicht so ganz. Ah, warte mal. Nee. Falsch rum. Jetzt hab ich's. Wie verteidige ich mich jetzt? Shit. Wähle dein Schild. Hab ich, hab ich, hab ich. Renn, 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 bevor ich noch keine Rücken krieg. Puh. Nein. Achso, ja. Ist natürlich auch die Dings da. Nimm dein Schild. Hab ich. Und wie verteidige ich mich jetzt? Nee, das ist Schlagen. So verteidige ich mich. Alles klar.
Tja, da machst du nichts, hä? Pling. Prall nur ab. Na, bleib ruhig stehen. Du kriegst dir selber nur voll auf die Fresse. Ja, ja. Warte mal. Leicht plündern. Langschwert. Ja, das nehme ich doch. Wartet. Select. Gestenmenü. Ach ja, das ist ja auch irgendwie Online-Spiel. Also man kann das online spielen. Weiß nicht. Über Windows Live, was angeblich abgeschaltet wurde. Aber ich muss mich trotzdem anmelden, um speichern zu können. Ja, ja. Ist nicht mehr da. Nee, nee. Langschwert. 80 Schaden. Und das ist doch schon mal ein bisschen mehr als 20. Ja, nehmen wir mal, ne? Da. Ja, okay, passt. Schick. Ich muss schon sagen, jetzt mit den Grafikmods geht's, ne? Ja, mach mal. Verteidige dich doch, du Spacken. Ach komm, hier, hau mal voll in die Klatsche hier. Hallo, schlagen. Ach, dieser Scheiße von mit dem Auswählen da. Blödes Menü. Ach, da muss ich auch erstmal voll gewöhnen, dass ich es abschalten muss. Das merke ich mir noch nie. Was ist das? Nebel. Durch Nebel schreiten. Ja, eigentlich nicht, aber mach nur. Okay. Da ist jemand. Aha, hier war ich eben. Nur da unten. An dem Leuchtfeuer. B, zurück. Linker Stick, Rolle. Ah, ach so. So mache ich eine Rolle. Boah, das ist ja voll kompliziert. Und so zurück. Okay. Ha! Huah. Ja, also ich kann nur so zurück, dann... Oh, das verbraucht ganz schön Ausdauer, sehe ich gerade. Warte mal, diese Wand sieht brüchig aus. Okay. Diese Wand sieht sehr stabil aus, wollte ich sagen. Oh Gott! Oh, wie unfair. Damit rechnet doch keiner. Ach, hallo? Nein, nein. Shit. Verteidige dich. Hallo? Ach so. Ah, ich vergesse jedes Mal, wie ich mich verteidige. Und zack. Weg ist er. Weg ist er. Und oh Mann. Ich sehe schon. Das wird nicht einfach für mich. Ich bin ja schon wieder fast im Arsch. Ah, das wird... ich kann den rumschleudern. Ui. Huch. Ja, fall runter. Na komm, du willst drauf. Da fliegt er. Da fliegt er. Ja, aber trotzdem, ich will da durch. Da ist irgendwas. Oh, die Wand. Jetzt ist natürlich die Wand kaputt. Ja, weil da auch eine Kugel reingerollt ist. Na gut, da wollen wir mal rein. Mann, ich bin noch ganz schön licht, muss ich sagen. Na? Ritter? Oh, you. You're no home. No, ich bin da. Ich bin da. Guck, man sieht mich. Oh. Ja, richtig. Ich bin untot, was? Ja, erzähl, erzähl. Wie hast du dich entschieden? Ich entscheide mich zwischen Ja und Nein und sage Ja, komm, keine Ahnung. Weil da scheide ich auf meine Mission, okay. Ja. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringest the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know, and I can die with hope in my heart. Gibt's hier keinen anderen, der das übernehmen will? One more thing. Was auch immer das ist, gib mir. An Estus flask, an undead favorite. Estus flask. Estus flakon. Oh. Ja, ein Schwert? Mit dem Schwert. Ach so. Schlüssel der Untoten Asyl Ost. Jo, hau rein, Mann. Alles klar. Kein Ding. Ich sollte mich bedanken. Sag mal, deine Rüstung, die brauchst du nicht mehr, oder? Kann ich mit dem noch quatschen? Achso. Ja, mach's gut, ne? Ja, okay. Okay, man kann es jetzt nicht überspringen. Was ist das jetzt hier? Gegenstand benutzen. Ja, okay. Was steht da jetzt? Am Leuchtfeuer rasten, Estus Flask auffüllen. Ah, das macht er dann alles automatisch, oder wie? Na, ist ja geil. Ja, und wo habe ich jetzt hier Leuchtfeuer? Ist da unten, ne? Komm ich ja nochmal ran. Was? Hä? Hä? Da war gerade irgendwas. Irgendwas ist gerade passiert. Und ich weiß nicht was. Und das macht mir Angst. Ich habe nur ein Geräusch gehört. Und irgendwas ist auf mich zugeflogen. So ein weißer Schweif. Ach so, das war für seine Seele, oder? Kann ich das öffnen? Ups. Aha. Scheiße. Das ist ein göttlicher Segen. Jetzt habe ich das getrunken. Nee. Oh, puh. Da oben ist nichts. Ah, hier kann ich das auswählen. Da kann ich dann Waffen wechseln.
Ist ja genial. Mensch, jetzt habe ich es auch mal raus. Shit, und was ist jetzt dieser göttliche Segen? Das muss ich jetzt mal angucken, ganz kurz. Start. Gegenstände anzeigen. Vollständige Regeneration der Statuswerte. Klasse. Schön, dass ich jetzt alles getrunken habe. Schwarzer Lebewohlkristall, Phantom verbannen, nach Hause zurückkehren. Ja, natürlich. Teleport zum Leuchtfeuer, Verlust Seelen, Menschlichkeit. Wow. Das ist ja hart, wenn du dich mal zu einem Dings begeben musst, weil du da fast tot bist und dann verlierst du alles. Krass. Also ich habe ja allgemein schon mir sagen lassen von ein paar Freunden, die das auch gespielt haben, das ist echt ganz schön, naja, es macht einen halt echt bekloppt, das Spiel, wenn du mal stirbst. Das hat mir eine Freundin gesagt, wenn du stirbst, verlierst du dein Zeug irgendwie. Und wenn du es, wenn du dann nochmal stirbst auf dem Weg, das Zeug wieder einzusammeln, ist das Zeug komplett weg. Alter, ich freue mich ja mal gar nicht. Und man kann die, boah, irgendwie macht mir das Geräusch hier Angst. Kannst du die ach so, das ist der Triumph. Ach, stimmt ja. Den Schwierigkeitsgrad kann es nicht ändern. Weil ich hatte eigentlich vorgehabt, das richtig für mich schwer zu machen und das wirklich auch schwer durchzuspielen, aber. Also suchen auch schwer durchzuspielen. Wie kann ich das mal benutzen? Ach, dieser Scheiße mit dem Menü, gell? So, mir geht's wieder gut. Erstes Flask ist aufgefüllt. Gut, dann lass uns jetzt mal da hochgehen. Ja, genau, dass du den Schwierigkeitsgrad nicht ändern willst, kannst, was auch immer. Und ich wollte eigentlich wirklich das auf hart spielen, also richtig hart, aber da das nicht machbar ist. Hä? Da ist er wieder. Ja, warum hat er mich getroffen? Cool, ich habe eine Seele bekommen, glaube ich. 220. Ach, das zeigt mir das an, oder was? Das sind wohl Seelen. Ah, öffnen. Ich öffne. Nachricht lesen. Aha, rechte Waffe in beiden Händen ausrüsten. Ah ja. Linker Stick plus RB ist Tritt. RT Sprungangriff. Okay, wartet. Tritt. Das ist ein Tritt, alles klar. Wow. Achso, ich habe jetzt wahrscheinlich nicht genug Ausdauer. Lesen. Lies. Rasten belebt die Gegner. Wow, nein. Au. Ah, fuck. Schlag. Boah, ich nicht. Oh, nein, nein, nein. Ah, fuck. Aber kann man nicht irgendwie parieren oder so? Das ist ja blöde. Hä? Wir waren jetzt nochmal. Oh, oh. Nope, nope, nope. Hä? Wie war jetzt dieser Sprungkick? Wie macht das doch die ganze Zeit? Warte mal. RB plus. Oh ne, linker Stick plus RB ist Tritt. Ja, was mache ich denn die ganze Zeit? Linker Stick. Und RT zum Beispiel. RB. Hä? Funktioniert irgendwie nicht. Linker Stick und RB. Ah, jetzt? Nee. Gleichzeitig drücken bringt auch nicht viel. Also irgendwie verstehe ich das gerade nicht so ganz. Warte mal, wir müssen auf jeden Fall noch die Leiche plündern. Zerbrochene Schwert ein Herz allerliebst. Hä? Warte mal. Das müssen wir jetzt ein bisschen üben, weil sonst. Wie verstehe ich das jetzt nicht so ganz? Nochmal. Linker Stick? RB. Ja, da drückt die ganze Zeit. Hä? Wartet mal. Linker Stick plus RB ist Tritt. Ja, drück ich doch. Linker Stick? RB. Oder RT, ist ja wurscht. Er macht das nicht. Ich meine, vorhin hat er es ja gemacht. Das mache ich falsch. Muss ich das zur Seite machen? Nee, auch nicht. Eben hat er es gemacht, als ich gerade den Stick zur Seite gemacht habe. Warte mal, wir warten jetzt mal ein bisschen außer. So, außer ist voll. Jetzt habe ich das zur Seite gedrückt. Das hilft nicht. Man muss sie nur antippen. Ach, da sagt doch nur einer. Nee, antippen hilft jetzt. Hey, lol. Ich verstehe das nicht.
Doch, antippen. Oh. Weißt du, ich drücke die ganze Zeit und halte und du musst nur antippen. Ganz leicht. So. Den machen wir, den wir jetzt hier hinrollen. Au. Na, stirb. Boah, das ist echt nicht einfach, Mann. Muss man sich mal voll dran gewinnen an die Steuerung. RB während des Fallens, Sturzangriff. Ja. Achso, das war ja T. Wartet. Ja, gut gemacht. Bin auch so tief gefallen. RB hinter einem Gegner, kritischer Angriff. Ah, Alter. Wo ist hier ein Gegner? Ja. Stirb. Nein. Mein Ziel war es nicht, im ersten Part zu sterben. Sehr gut. Boah, da muss ich mich erstmal voll gewöhnen, ey. Aber hier, das stimmt irgendwie nicht so ganz. Ich habe meine Sachen noch. Komisch, naja. Vielleicht kommt es ja auch erst später, ich weiß es ja nicht. Vielleicht haben sie ja eine Gnadenfrist irgendwie eingebaut. So, die ersten 5 Minuten darf er mal ohne... LOL. Alter. Kann sich die irgendwie ver... Warte mal. Als Verteidigen tut er sich schon mal. Naja. Ich versuche das immer noch zu üben. Alter, musste ich ganz kurz drücken, gell? Alter, wie Möse. Entschuldigung. Leute, was macht der denn klar? Steht hier um sich wie so ein... Ja. Verschwinde. So, da haben wir jetzt einen Bogenschützen, der eh nicht trifft. Sag ich doch. Ja, dann kannst du schießen wie... Warte mal, wir machen erstmal wieder Schild an. Okay. Okay. Richtig. Aua. So. Was ist jetzt hier mit dieser Nebelwand? Also ich habe jetzt wieder 2 Wege, oder? Ist das richtig oder falsch? Na, guck mal, da bin ich gewesen. Okay. Langsam habe ich mich dran gewöhnt. Zack! Was ist das jetzt hier? Verlorene Energie wiederherstellen. Verlorenes Gut zurückerlangt. Ach, das geht nur um die Seelen. Ach so. Das muss ja auch einer sagen. Das kann ich bestimmt nicht öffnen, weil ich den Schlüssel nicht habe, ne? Verschlossen, natürlich. Und ich weiß auch, wo ich den Schlüssel herbekomme. Aus Narnia. Leider nicht. Wäre viel schöner als hier. Aber ich meine, schon von der Grafik her finde ich ja schon mal ziemlich fett. Muss schon sagen, sieht ganz schön aus. Also erst durch den Patch, ne? Gut, dann wollen wir mal durch die Nebelwand schreiten. Und wieso habe ich das Gefühl, dass da jetzt dieses blöde Riesenvieh ist? Hi. Warte mal, wie wird das mit runterfallen? Warte mal, das und RB. Boah, das war nice. Ja, roll, roll, roll. Rolle, rolle, rolle. Rolle, rolle, Ball. Was? Rolle, Ball, Ball? Okay. Okay, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Hua! Nein, Schmerzen! Oh Gott, roll, roll! Nutz so ein Ding! Hä? Wie nutzt denn dieses Essens? Ach, auf X, ne? Oh Gott! Ah, anderes. X. Trink, 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 trink. Oh, ist das fett. Okay, nein! Trink nochmal, trink nochmal. Halt, trink nochmal. Nein! Oh, fuck! Ich bin tot, eigentlich. Jetzt roll! Oh, ist das fies! Alter, ich bin voll reingeworfen. Alter, Alter, Alter. Aber gut, es ist so gut wie tot. Sag mal, durch die Dinger kannst du aber nicht schlagen, oder? Toll. Da kannst. Alter, Alter. X, 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 X. Nutz, nutz, nutz. Oh, das ist viel doof. Das hat mich nicht getroffen. Ich habe Glück gehabt. Okay, jetzt machen wir platt. Komm her. Genau, verreckt, du Mistvieh. Schlüssel des großen Pilgers. Mehr nicht. Menschlichkeit. Mehr nicht? Nur so ein blöder Schlüssel. Warum gibt der mir noch so Zeug?
Ich höre immer noch Getrampel. Okay, was wir jetzt machen? Ist Rest in Peace am Lagerfeuer. Boah, ey. Das mit der Steuerung ist schon echt ganz schön. Hab ich, du. Was für eine böse Scheiße. 2000 Seelen haben wir jetzt. Na, nice. Hat sich vielleicht doch gelohnt. Ich weiß es ja nicht, was mir mit den Seelen... Muss ich jetzt alles wieder hochlaufen? Oder kann ich jetzt auch vielleicht möglicherweise durch? Schlüssel des großen Pilgers, ne? Ja, das wusste ich. Na. Wir werden ihn doch dick machen müssen. Oder zumindest kräftiger. Jetzt ist es auf einmal hier, das Geräusch. Wieso habe ich das Gefühl, dass jetzt noch irgend so was Großes kommt? Wieso habe ich das Gefühl, dass ich hier lesen muss? Gut gemacht, weiter geradeaus. Das hat sich gelohnt, diese Nachricht zu lesen, ganz ehrlich. Sag mal, kann man eigentlich überall hinlatschen oder gibt es hier irgendwie Einschränkungen? Nein, man kann ja echt überall hinlatschen. Fett. Da haben wir auf jeden Fall wieder viel zu erkunden. Da wird Klein Sepp wieder jede einzelne Ecke erkunden. Oh, guck mal da. Das ist ein Nest. Servus. Ja. Hä? Give me soft. What? Give me warm, give me soft. Was können wir ihr denn warmes und softes geben? Start. Haben wir denn irgendwas warmes und softes? Menschlichkeit. Hier, nimm das doch. Nee, das kann ich nicht geben, oder? Status umschalten. Was kann ich damit machen? Anzeige umschalten. Wählen. Also geben kann ich hier gar nichts. Seltener, winziger, schwarzer, an Leichen gefundener Schemen. Du hältst einen Menschlichkeitspunkt und kannst eine große Menge an TP wiederherstellen. Dieses schwarze Etwas wird Menschlichkeit genannt, doch über sein wahres Wesen weiß man wenig. Wenn die Seele der Quell allen Lebens ist, wodurch zeichnet sich dann Menschlichkeit aus? Weiß nicht, Baum. Okay, ich habe nichts Warmes, sorry. Müssen wir mal später vorbeikommen, vielleicht finden wir noch irgendwas Warmes und Softes. Gibt es sonst noch was zum Einsammeln? Apropos, gibt es überhaupt mal was zum Einsammeln? Aha. Ein Secret. Ein Secret. Seele, verloren und Tote. Cool. Das ist schön, dass ich eine Seele gefunden habe. Alles klar. Und sonst? Warte mal. Ist sonst noch irgendwas? Scheint nicht so, oder? Geht's nicht weiter. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier hoch und finden. Einen Abgrund wartet. Ich muss jetzt wirklich jede einzelne Ecke mitnehmen. Jetzt, wo ich weiß, dass man hier überall hin kann. Muss ich echt gucken. Und ich will vor allem das warme Softe finden. Hupsala. Vielleicht kriege ich mir irgendwie eine Belohnung. Ein besonderes Schwert oder eine Rüstung. Oder ein Keks. Also mit dem Keks wäre ich auch fein verstanden. Aber im Real Life. Ich mag Keks. Ich meine, wir haben ja keine Keks. Ja, toll. Das ist... nee. Wow, was? Oh, ich dachte schon, ey. Ich gehe einfach mal hinterher. Lauf weiter. Also das sind wahrscheinlich diese Online-Modi. Oh. Ein Film. Ja, wo man sich gegenseitig irgendwie... Weiß nicht... In the ancient legends, it is stated ja. That one day an undead shall be. Ups. Nein, nein, ist schon gut. Nein, ich hab deine Kinder nicht angegriffen. Fuck. Oh, oh, der wird mich töten. Eine Pilgerreise. Kann ich nicht das Auto nehmen? Oh, Mann. Ich mag das nicht. Ich hab Höhenangst. Nein, ich habe keinen Lordran.